Jax im gegnerischen Jungle, wenn der in meinen Jungle geht und mich counter-jungeln will, dann bin ich sowas von einem Arsch. Das lässt sich kaum auf Papier bringen. Von deswegen muss ich auf jeden Fall aufpassen. Auf jeden Fall. Also das, ich habe keine Chance im Duell gegen Jax. Zu keiner Zeit des Spiels. Also vielleicht, wenn ich auf eine Gelegenheit warten würde, dass Jax irgendwie mal low geht und der hat seinen Parier-Shit nicht da, ja, also sein eh nicht, dann habe ich eine Möglichkeit, ihn zu killen. Wenn ich aus dem Hinterhalt angreife und der halt Lowlife ist und sein E nicht aktiv hat und auch nicht benutzen kann, dann habe ich eine Chance. Aber wenn ich im One-on-One mit allen Abilities ab, beide gleich, Face-to-Face gehe, dann gehe ich drauf, mache QE und der aktiviert sofort sein E und alle meine Auto-Tags gehen ins Nichts. Ich werde gestunt und werde mit 2 Hits umgeprügelt. Vor allem, wenn er Level 6 ist und seine Auto-Hits stärker werden. Das ist einfach ein absoluter Fakt und da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Es war der Pull war in Ordnung. Nicht der beste Pull, den ich jemals gesehen habe. Aber insgesamt noch in Ordnung. Aber jetzt ist halt die Frage, ist Jax hier? Also wenn, kommt er auf jeden Fall von hier. Muss ich eben warten. Not sure about the flash. War nicht unbedingt notwendig, aber wenn Riven schon flasht. Was regt sich denn der? Ich bin low life, ich bin raus. Ich gehe gleich nochmal top. der hat halt oben, der hat halt keine Abilities. Der Yasuo. Halt keine Summoners. Geschenkt.
Alles gratis. Der war noch nicht Level 6, das habe ich viel zu spät gesehen. Schade. Warte, ich kann da noch was abgreifen. Wollte mich da so ein bisschen rumsneaken. Um den Jax. Das ging aber nicht so auf. Ah, der Jax ist ein Franzose. Quelle Surprise. Oh oh, was machen die da? Der weiß, dass ich hier bin. Naja, der hat keinen Flash. Nein, die scheiß Minions. For fuck's sake. Das war ein lucky Level Up, aber die Minions haben mich fertig gemacht. Scheiße. Fucking Ignite, ey. For fuck's sake. Wie kann der Lucian besser farmen als die Caitlyn? Es ist mir ein Rätsel. Das dürfte eigentlich gar nicht sein.
Danke. Für die Double Kills. Genau das habe ich nämlich gemeint. Jetzt ist es vorbei. Ist weg. Gun. Too late. If I must. Wir müssen einfach schneller reagieren. Und das haben sie nicht. Ich hatte keinen Smite. Ein Contest war also unmöglich. It takes a lot of effort to move like this and heal. Barret. Oh, ist schon vorbei. Ja, das war so klar. Es war so klar. Damit ist er auch tot. Botlane spielt gut. Morgana ist ein ziemlich, spielt die ziemlich gut. Kann echt nichts sagen. Lucian hat sich halt, aber das war halt das, das ging davon, damit los, dass Lucian im 1v2 verreckt ist. Also er hat nicht Sneaky gewartet, er war, beziehungsweise nicht Lucian, sondern die Caitlyn, die bei Zoe richtig schlecht spielt. Muss man einfach sagen, als Caitlyn darfst du nicht gegen Lucian krass aufs Maul bekommen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nur phänomenal bad. From the darkness. Jax ist hier irgendwo. Wow, der hat den sogar noch bekommen. Dann ist das, was ich hier gerade mache, richtig uneffektiv. Mein Q zählt als Auto-Attack. Interesting.
Ich weiß nicht, ob ich mich echt gegen den Lucian da... Ah, nice. Töte sie beide. Na, also dann war's worth. So, was kriege ich im Moment? Ziemlich viel Magic Damage. Ich gehe trotzdem auf Trinity. Trotzdem auf Trinity. Yasus 070. Ah, auch sehr schön. Wird jetzt nur noch geschnetzelt von der Riven. Obwohl die Riven hier gerade auch echt schlecht gespielt hat. Komplett nicht gedodged. Was läuft die schon wieder für Umwege, die olle Bratze, ey? Guck dir das mal an. Ich laufe hier lang und sie läuft da lang. Das ist auch nicht zu fassen, ey. Ja, dann geht doch drauf, for fuck's sake. Meine Güte, keiner will in den Melee-Bereich. Keiner will in den fucking Melee-Bereich. Auf... Oh, for fuck's sake, fuck you, Jace. Mein schönen Blue Buff. Jungle ist bisweilen echt ein undankbarer Job. Weil du eigentlich überall da sein musst, darfst du aber auch nicht vergessen, dass du deine scheiß Jungle Camps irgendwie doch farmen musst. Guckt euch mal die Pink Wards hier an. So ineffektiv, was ich hier mache. Wollte gerade sagen, better cancel. Die sind hier zu viert. Der Junge ist halt auch kein Money wert.
eher schlecht gespielt. Das habe ich nicht besonders gut gespielt, aber ich mache jetzt den Tower da weg. Wie die Arsgeim, also schon wieder meinen Jungle hier. Jetzt weiß ich, wie sich mein Jungle immer gefühlt haben muss, wenn ich als Toplaner immer die Camps gemacht habe. Ist nicht nice. Du hast als Jungle sowieso schon echt wenig Gold. Und wenn dann die ganzen Laner sich auch noch an deinem Jungle bedienen. Das ist nur mäßig cool. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold ich brauche. Ich glaube ungefähr 50. Das sollte jetzt aber reichen. Ja, es hat mittlerweile einen Assist. Ja, und von Iceborne Gauntlet halte ich halt gar nichts. Ja, also das habe ich schon mal jetzt ausprobiert mittlerweile. Das bringt gar nichts. Das ist kein gutes Item auf E, finde ich. Also entweder sollte man schon den Damage suchen oder dann halt echt die Full-Tank-Variante. Also jetzt mal gucken, wo der Damage noch so einigermaßen zieht. Und dann werde ich da entweder noch mal ein bisschen MR oder ein bisschen eine Rüstung kaufen. Brauchen sie mich jetzt auch gar nicht mehr. Die wollen mich auf jeden Fall nochmal töten, da bin ich mir ziemlich sicher. Spielverderber.
Nehme lieber noch den Farm mit. Muss eigentlich nichts machen, außer immer einen zu one-shotten. Fein Double Kill. Mein Damage ist halt auch echt widerlich. Ich sag ja, die sind wenn die sehen, dass jemand da low ist, dann greeden sie nochmal auf den letzten Kill. Wollen einfach dich nur noch mitnehmen. Ich hatte auch schon mal irgendwie so 20-0, weil ich am Nexus ein bisschen greedy gestellt und dann sind sie alle auch noch auf mich draufgesprungen, draufgeschissen. Arakiri, einfach nochmal letzte Mission. Bin mal gespannt, wieso mein Damage war. Ich glaube nicht, dass wir am meisten Damage gemacht haben, weil die Riven ziemlich viel gemacht hat. Nichtsdestotrotz, ganz wenig haben wir auch nicht gemacht, glaube ich. Ja, ist doch in Ordnung. 18.000. Jace hat am meisten gemacht. Ich hätte gedacht, Riven hat am meisten gemacht. Ja, aber GG. Schönes Spiel. Das war ein richtig schönes Spiel.